Herzlich willkommen zu einer neuen Days-Folge. Ich bin hier immer noch in dieser Halle und wenn ihr euch wundert, warum die Grafik gerade so komisch aussieht, ich habe jetzt mal kurzweilig den Gamma-Wert in der Videoeinstellung hochgestellt. Das ist ein kleiner Tipp an euch. Wenn es gerade Nacht auf eurem Server ist und ihr wollt zocken und ihr seht nichts, macht mal Gamma auf Maximum. Dann sieht es zwar so aus wie hier gerade, aber man kann wirklich alles sehen, auch in die Ferne hinaus, was normalerweise nicht möglich ist. Guten Abend, Killer. Guten Abend. Ich fahre gerade mit dem ATV, das wir letztes Mal noch gefunden haben. Ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern. Ich fahre gerade raus aus dem scheiß Puff hier, wo ich geparkt habe. Ich stehe halt in Hecken, es ist alles dunkel und ich habe Angst. Ich bin ganz allein. Killer hat das letzte Mal noch ein bisschen weitergespielt und hat jede Menge geilen Shit gefunden. Genau, ich habe uns ein ATV gesaved. Ich sehe da vorne übrigens die Halle. Du müsstest mich sehen. Ich komme von oben, da wo wir mal aus der Halle rausgekrochen sind. Da komme ich gerade einen Berg runter gedödelt. Mit Licht an natürlich. Also auf der Seite sehe ich nichts. Ich komme mal kurz von der anderen Seite und schaue mir das mal von hier an. Ob ich. Also ich bin da, wo wir mal durch diesen kleinen Spalt durchgekrabbelt sind, glaube ich. Ja, oben bei dem Militärding, weißt du? Da komme ich gerade hergefahren. Moment, ich sehe ein Licht. Ah, ja. Und es ist alles irgendwie orange und ein bisschen rot, aber es fährt noch. Wir müssen hier auf jeden Fall Fuel-Tank-Teile finden. Ich komme nach hinten, okay? Nicht zur Stadt, sondern hinten zum anderen Ausgang. Hallo Zombies. Ja, das Schöne ist einem wirklich, du kannst fast neben dran laufen, die sehen einem nicht. Dann steig grad mal auf. Einfach nur Backseat oder irgendwie sowas. Okay, kannst du loslegen. Ha, wie geil, Mann. Junge. Oh, guck mal, wie viel abgestürzte Helis. Ey, wow, wow, wow. Hier ist, oh, lauf, fahr mal. Nicht, dass die uns wieder wegschubsen. Naja. Ich fahre jetzt hoch und da habe ich nämlich noch einen fetten Laster gefunden letztes Mal. Weißt du noch, ich habe zu dir gemeint, kurz nach der Aufnahme, fuck, 500 Meter von uns entfernt stand die ganze Zeit ein Laster mit allen Teilen, die wir hätten brauchen können. Cannot fire. Und ja, den holen wir jetzt und wenn du willst, kannst du mit dem dicken Laster fahren. Ja, warum nicht? Oder mit dem kleinen Teil. Je nachdem, was du willst. Ich würde sagen, nehmen wir den Laster, damit sind wir schön auffällig. Ja, also ich meine, einer fährt den Laster, der andere fährt das Teil hier. So, zack, schön nebeneinander her. Ich habe drei Jerrycans dabei, eine ist hier, zwei sind bei mir im Inventar. Also ich kann immer schön tanken, vor allem bei der Dunkelheit, das ist gut. Und eine ist hier im ATV drin. Ich weiß nicht, ob der Laster noch da ist. Ich habe gestern das letzte Mal geschaut, da war er noch da. Tja, da müssen wir mal schauen. Wir hätten eigentlich schon eher weitergespielt, um das Lasterchen nicht zu verlieren. Aber wir waren so mit unserem Community-Server beschäftigt, der im Übrigen schon sehr weit ist. Also wir haben sogar einen extra. Oh, Sprit leer? Ich schau nur ganz kurz, Ah, wo es okay. nochmal war. Ich glaube links. Es ist ein bisschen schwierig, das Teil jetzt zu finden. Ja, das macht nichts, wir haben Zeit. Vor allem hier mit dem Ding. Es ist doch nicht so wendig, wie es vielleicht aussieht. Vor allem ist es manchmal so, wenn man angehalten hat, fällt das dann noch ganz, ganz schwerfällig los. Da steht der Truck, ich sehe ihn schon ein bisschen. Soll ich ihn nehmen oder willst du ihn nehmen? Mir egal, du kannst ihn ruhig nehmen. Okay, dann ich mach mal Engine off. Dann steig du ruhig mal auf. Boah, flasht einen das Licht da zu Tode, ey. Heilige Scheiße. So, da haben wir jetzt hier das Quadchen. Vorsicht, ich komme rausgefahren. Ah, du bist zwischen den Büschen. Ich dachte, das ist hinter den Bäumen. Guck mal, siehst du mich? Ja. Der Ultra-Truck. Ey, guck mal, totflashen. Okay, wir müssen jetzt tanken fahren. Deins auch wahrscheinlich bald wieder, ne? Ja, gut, es geht. Dreiviertel ist voll. Dieser schon noch. Weil, ja, also ich habe in deinem ATV sind zwei Tank, ist ein Teil drin, das nimmst du dann am besten raus. Das reicht immer für dein ATV, das so zu betanken, weißt du? Und ich nehme den Truck und betank den immer mit meinen beiden Dingern. Ja. Ich kann aber nicht so schnell fahren wie du, auf dem Land zumindest, deswegen bin ich so langsam. Ich bin gerade am Überlegen, hier sollte doch jetzt kleine Straße kommen, oder? Moment, ich mache mal kurz die Map auf. Ja, wir fahren gerade nach. O ja. Wenn du auf die Map guckst, wir fahren genau auf Starý Sobor runter. Was vielleicht recht ungeschickt ist. Es ist nur noch ein weiterer mit uns drauf. Aber wir beide verlieren uns ja eh nicht, weil man sieht die Lichter ja ewig weit. Also dann treffen wir uns unten in der Stadt, oder? Ja, genau. Wir gehen da einfach irgendwo tanken. Ich weiß jetzt nicht, wo man da tanken kann, aber wir gehen irgendwo tanken. Gucken wir mal hier. Es ist so geil, die Fahrzeug-Action. Ah, ich wüsste, wo wir tanken, wenn wir eine Stadt weiter rüber fahren. Da haben wir letztens auch getankt und sind verreckt, weißt du noch? Ja, wir können es jetzt eigentlich wieder versuchen, genau. Das war ziemlich ekelhaft, weil du versucht hast, meinen Scheiß aufzuheben. Ja. Und da das waren war es echt einfach zu gut. viele.
Ich guck gerade, wie wir fahren können. Also es ist echt schwierig hier zu fahren, vor allem mit dem Himmeltruck. Und man sieht immer nur wirklich in diesem kleinen Bereich. Ich gehe mal, fährst du gerade? Oh, ich bin irgendwie drüber gefahren. Fährst du auch gerade in der Ego-Perspektive? Das ist richtig hart. Ja, nee. Das ist wie Silent Hill oder so. Das erinnert mich voll an Silent Hill. Ich weiß auch nicht. Ja, das mal, hier ist ja irgendwas. Ich glaube, ich bin falsch gefahren. Moment, ich muss mal hier voll einlenken. Das mache ich vielleicht dann draußen, aber hier kann ich nicht in Silent Hill-Sicht fahren. Also Novi Sobor sind wir jetzt gerade unterwegs. Moment. Wir sind jetzt gerade in Stari Sobor und wollen nach Novi, genau. Da gucken wir ja in die falsche Richtung, oder? Wir hätten auch, also jetzt fahre ich gerade, also ich fahre jetzt gerade richtig. Ich glaube, jetzt müssen wir hier rechts hoch. Also ich will halt über die Straße weg so fahren, weil damit sind wir wirklich, über die Straße sind wir sehr, sehr schnell. Bist du hinter mir oder wo lang fährst du? Nee, ich habe kurz auf die Map geguckt, aber ich muss gerade weg, weil ich Zombies hinter mir höre. Also wenn du willst, wir können uns auch einfach da treffen. Oh. Wie sieht's mit deinem Fuel aus? Weil ich habe gesehen, dein Fuel ist auch rot. Hast du schon viel verfahren oder geht's? Nee, noch? Also ist immer noch über die Hälfte. Ich muss hier gerade kurz einen Weg zurückfinden. Ich mache jetzt auch mal die Ego-Perspektive weg. Wir laufen noch überall Zombies rum. Das ist richtig ekelhaft. Ja, das ist zu krass mit der Ego-Perspektive. Das Problem ist, ich sehe auch nicht, in welche Richtung ich fahre. Ich sehe dich, glaube ich. Ja. Warte mal. Ja, hier ist die Straße. Das ist schon mal nice. Die habe ich gesucht. Okay. Ja, du siehst sogar ein bisschen. Du siehst ja dein MTV. Oder ATV. Oh, ATV. Oh Gott, ich bin gerade über so einen kleinen Haufen gefahren. Und das Ding hat so einen halben Salto gemacht hier gerade mitten auf der Straße. Müdet hier. Boah, schon wieder. Boah, du musst schnell herkommen, Alter. Ich lieg halb auf dem... Dann steig aus. Ich sehe dein Licht. Ich komme wieder zu dir gefahren. Dann fahren wir mit dem Truck weiter, oder? Ist es kaputt? Nee, es ist nicht kaputt. Warte mal, das Problem ist... Okay, ich habe mich jetzt mal kurz hinten hingehockt, aber das bringt nicht. Take Driver Seat. Also steigt noch Scheiße, an, fährt auch noch. Bei mir, bei mir hängt einfach ein Zombie im Ding drin. Oh. Ah, ich glaube, wenn ich Glück habe, kann ich mich befreien. Also, kleinen Moment. Hier sind überall so kleine Scheißhäufchen auf der Straße. Ich kann sogar nicht gescheit fahren. Fuck, ich bin bewusstlos und ein Knochen gebrochen. Nein, das gibt's doch gar nicht. Ich hätte nicht umdrehen sollen, Scheiße. Ja, du bist doch im Auto drin. Das gibt's doch gar nicht. Ja, ich weiß. Bei mir saß einer auf der Ladefläche, der ist da festgestackt und hat mich durchgehend geschlagen. Da bin ich ausgestiegen und wollte gerade wieder einsteigen. Jetzt haben sie mich umgemacht, die Schweinepriester. Boah, fuck. Du musst den Truck auf jeden Fall retten, weil da ist guter Scheiß drin. Okay, warte. Bin unterwegs. Ich renne. Ich bin mit gebrochenen Beinen drin. Oh, du fährst mit dem... Achtung, hier stehe ich, ne? Hier seitlich. Wir müssen hier unbedingt raus, weil sonst verrecke ich hier. Okay, fahr einfach weiter. Ich kann mich selbst versorgen. Okay. Weißt du, ich habe so einen Spaß, die hinten bei mir drauf hocken. Das ist lächerlich. Ich weiß nicht, wie er das macht, aber der hockt hinten auf dem Truck drauf und schlägt mich durchgehend. Ich sehe schon alles ganz weiß. Da vorne ist ein Lagerhaus, ne? Glaube ich. Oder eine Fabrik oder sowas. Da kannst du dich vielleicht verarzen. Ich weiß nicht, ob ich das dahin... Oh, jetzt bin ich komplett tot. Nee, schon wieder bewusstlos. Aber ich verblute gleich. Ich bin gleich hin. Scheiße, ich hätte einfach davon fahren sollen. Fuck! Das ist aber auch so unfair, dass der Kerl in mir drin hängt. Der ist im Truck drin, oder wie? Ja, jetzt ist er tot. Der ist tot. Jetzt kann ich mich endlich irgendwie... Ich verblute halt auch gerade während der Fahrt. Ich gehe jetzt in die große Halle und versuche mich schnell zu versorgen, okay? Also ich habe es auch gerade hinter mir her. Vielleicht schaffst du es auf freier Wildbahn. Ich bin jetzt hier direkt am Truck. Ich sehe dich gerade fahren. Aber jetzt bist du ja sowieso schon an der Halle. Also das ist auf jeden Fall der sichere Weg. Fuck, nein. Jetzt bin ich gestorben. Ach du Scheiße. Oh nein, ich steige im Truck rein. Ja genau, steig im Truck. Ich sag dir gleich, wo du mich abholen kannst. Fuck ey, so eine dumme Scheiße. Die ganzen Waffen, die ganzen Sachen. Schon wieder Pech gehabt, das gibt's doch gar nicht. Gerade die letzte Folge hieß Pech gehabt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, nimm schnell den Truck, ne? Und dann... Es wird halt schwierig, jetzt für dich wahrscheinlich allein zu tanken. Weil es muss ja eigentlich immer einer so ein bisschen ablenken und so und der andere tankt. Also ich habe noch bestimmt 35%. Ja, fahr auf jeden Fall in meine Richtung. Wir können gleich die Karte abchecken. Fahr erstmal aufs Land, dass dich kein Zombie mehr verfolgt, dass wir gleich die Karten abgleichen können. Dann holst du mich ab, wir treffen und dann fahren wir zu meiner Leiche, heben alles auf und so, weißt du, so ganz gemütlich. Okay, also ich bin
In Solnitschi. Solnitschi, kleinen Moment, ich zoome mal kurz aus. Du musst auszoomen, dann nach rechts gehen. Da ganz unten ist Ding noch, Elektro, die Straße weiter, Kamischowo und darüber ist Solnitschi. Also wir könnten uns in Guglovo treffen. Du bist gerade in Stari. Ja, Guglovo, okay. Obwohl, du bist eh 1000 Mal schneller als ich. Rennen wir einfach entgegen schon mal. Das hilft, denke ich mal, auf jeden Fall. Jetzt wird es aber schwierig, weil jetzt habe ich ja kein Licht mehr. Ach so. Ja, dann komm ich ganz in deine Richtung. Das passt schon. So. Es könnte sein, dass ich hier vielleicht nochmal einen Bus oder sowas finde, weil hier stehen Sachen. Aber es sieht... Oh, hier wäre was zum Tanken. Betanke uns von hier. So, ich versuche jetzt mal wieder auf die Straße zu fahren. Hier scheinen die abgehängt zu haben, die Jungs. Aber auf der Straße ist man dann doch eindeutig schneller unterwegs. Ja, viel schneller, viel schneller. Ach, sau dumm, dass ich jetzt schon wieder verreckt bin. Das gibt's aber gar nicht, ey. Das ist ja sowas von lächerlich. Nur weil der Penner mir auf der Ladefläche stand und mich durchgehend geboxt hat, der Sack. Boah, das ist voll ekelhaft, in der Innenperspektive zu fahren. Dann denkst du, du nimmst jeden Moment irgendwas mit. Das ist eklig. So, da ist, brennt wieder ein Helikopter und ganz viele Military-Zombies. Lass mal, also fahr am besten nach Guglovo, wenn du es irgendwie schaffst. Ich guck, dass ich dahin laufe. Ich habe jetzt noch 4 Kilometer vor mir. 4,8, also fast 5. Schon mal kurz. Weil wir müssen unbedingt zu meiner Leiche. Ich habe so tolle Sachen gehabt. Dürfen wir da nicht liegen lassen. Wir müssen aber irgendwo bei dir tanken, auf jeden Fall, weil bis jetzt... Ja, das sind von dir aus eh nur 2 Dinger weiter. Also fahr am besten nach Guglovo und chill dich da auf die Wiese oder sowas. Ja, ich bin schon in Novi Sobor. Also ich passiere gerade Novi Sobor. Ich muss gerade ein bisschen außen rumfahren, weil da ist wie eine Straßenbarrikade am Ortseingang. Och, fuck, mir fällt gerade ein, das andere Kännchen zum Tanken war ja in deinem ATV drin. Ja, haben wir jetzt überhaupt keins mehr? Nee, nur noch bei meiner Leiche. Ich habe noch 2 dabei gehabt und halt meine dicke Wumme, eine Pistole mit Taschenlampe dran, die hier sehr vorteilhaft wäre. Aber ey, man kommt echt so schnell wieder von den Zombies weg. Das sind die Autos ja eigentlich fast eine größere Todesfalle, wenn man im Auto drin hockt und dann ein Zombie am Arsch hat. Früher war das nicht so, also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass... Dass man früher im Auto war man einfach komplett safe und jetzt... Genau, sogar auf dem Fahrrad war man safe. Die konnten einen nicht runterschlagen oder das Fahrrad kaputt schlagen. Und wenn man weiter gefahren ist in eine neue Zone, wurden auch keine Zombies mehr gespawnt. Das war halt ein kleiner Bug. Den hätte man natürlich, klar, den kann man beheben. Aber es ist echt behindert, dass sie einen durch... Ich würde es verstehen auf dem Fahrrad und vielleicht auch noch auf dem Motorrad. Aber doch nicht durch einen fetten Truck durch, dass sie da einen verschlagen können. Das ist doch lächerlich. So, ich nähere mich jetzt langsam Guglovo. Ist da schon, du fährst ja da so eine ziemlich fette Straße entlang, da wo wir mal reingeschaut haben, da wo mein Fahrrad stand, weißt du noch? Ja. Das ist die gleiche Stelle. Vielleicht ist da ja irgendwas. Das wäre nice, weil dann könnte ich hier meinen Truck abstellen, kurzzeitig. Es sind gerade nicht so viele auf dem Server, also ist die Wahrscheinlichkeit, dass er uns geklaut wird, gering. Ja. Und dann könnte ich mit dem Fahrrad das weiterfahren. Beziehungsweise ich kann dich ja dann eh nicht mitnehmen, also macht es keinen Sinn, dass ich dir entgegenfahre. Ja, aber wir hätten halt schon mal wieder ein zweites Vehikel. Das war gerade eben schon geil. Das ATV ist einfach umgefallen und liegt da ist oder? Da sind doch diese Häufchen, wo du vorhin auch drüber gefahren bist, ne? So ein kleiner Hügelberg, ne? Den habe ich nicht gesehen, fahr drüber. Oh, da ist wieder eine Straßensperre. Und dann hat sich das Ding einfach, weißt du, das hat festgehangen. Irgendwie total verbuggt hat sich das hin und her gedreht, ne? Ja. Und dann auf einmal ist es einfach seitlich hängen geblieben. Okay, aber wir könnten es noch ausräumen, weil da war nämlich immerhin noch eine Kante drin. Also prinzipiell ist nichts kaputt an dem Ding, also der Motor läuft, ich kann sogar hin und her lenken, es bewegt sich dann noch ein bisschen, nur vielleicht muss man einfach ein bisschen dagegen fahren oder sowas, damit es, weißt du was ich meine? Das war so wie mit dem Bus, den Bus habe ich ja auch in der Stadt, die vor Guglovo halt kommt, da habe ich den Bus ja aus.